Herzlich willkommen hier zu einer heutigen Folge The Marsh. Beehrt noch den Rest von Feld 44. Und dann gehen wir auf Feld Nummer 24 und 25 und ernten da. Die beiden Aurai-Fahrer sind mal unterwegs. Wir müssen schnell in den LKW. Und dann werden wir selber abtanken. Damit wir hier fertig werden. Da werden wir hier groß noch Stroh einfahren, ne? Schau ich mal, was im Markt schon gibt, im großen Ballen. Der Quatsch, der roten Schwatter. Ich glaube, der ist fertig. Der Junge ist fertig. Werden wir dann gleich wegfahren, damit der andere auch fertig machen kann. Dann starten wir näher auf Feld Nummer 24. Oder hier, wie ich es sehe, gerade 25 in der Nähe. Lassen. Den Kurs können wir löschen. Ja, das ist Folge Nummer 6. Die ich jetzt aufnehme. Ist aber an sich nebensächlich. Heute Sonntag bei mir. Und ich brauche noch 3 Folgen bis zum nächsten Sonntag. Und wir. Weiß. Na, willst du heute nicht oder was? Ja, ich habe jetzt ein Prinzip einen neuen Plan. Also neu. Die Folgen kommen nach wie vor jeden Tag, jeweils eine. Und am Freitag mache ich mir jetzt mal fix einen Livestream, Thüringen gerade. Und im Anschluss den Livestream von Terminus B, Fortsetzung, Runde. Habe ich da erstmal nicht vor, Folgen zu machen, sondern einfach nur Freitag einen Livestream fortlaufen bis, ja, bitte Ende, kann man sagen, ne? Gut Deutsch. Wenn irgendwann mal Folgen gewünscht werden, dann werde ich darüber, muss überlegen, das zu machen oder nicht. Im Normalfall spricht ja nichts dagegen. Aber erstmal so, denke ich mal, wenn die Nachfrage mal kommen sollte, dann bin ich dabei. So, hier ist das Problem, dass ein Stück noch nicht gewachsen ist. Aber das ist mir jetzt mal egal, weil ich will noch nicht warten, bis es reif wird. Das ist im Prinzip morgen und dann läuft die Unterricht. So, Vorgewende. Hier machen wir auch 2. Weich. Hier machen wir ein Fahrzeug. Das wird zu viel. Mit 2 wird hier echt zu viel. So. Ersten Wegpunkt. Und einstellen. Lass ihn mal fahren, vielleicht kommt da eine Runde rum. Wäre gut für ein. Oh, nass. Wäre gut für ein. Naja. Gut, abfahren, das kann ich auch alleine machen, den kleinen Feld. Hier will ich Ballen pressen lassen, also. Da überlege ich erstmal einen großen Schwatt und dann lasse ich einen hier arbeiten. Und der kommt zurück, den werde ich dann manuell. Oder einfach mal versuchen, mal auf Feld Nummer 25. Versuchen können wir ja. Dann kann ich bei einem Tag noch zurückgehen. Und über einen Kauf nachdenken. Oder wir lassen das noch laufen bis zur
nächsten Ernte. Ich weiß nicht genau, wann er kommt. Kurz überlegen. Ja. Jetzt bin ich mal ein bisschen. Ja, genau. Wollte gerade sagen, war da irgendwo gewesen. So, das ist nun erntereif. Das gehört uns nicht. Das ist auch erntereif. Das wäre auch lukrativ, ne? Ja, war das da drinne? Gerste, das muss sogar passen. Das wäre genau das Richtige für den nächsten Schlag. So, Wachstum ist aktuell alles dunkelgrün. Das sollte bald reif werden. Also, das ist Hopfen. Das ist Tabak. Und das ist Gerste. Das dauert noch eine Weile. So wie die beiden Felder. Raps wird auch noch eine Weile dauern. Das ist auch Raps, das ist hellgrün. Das heißt, es wird definitiv noch dauern. Also nicht heute. Und wir haben. Okay, bald späten Sommer kann das sein, dass natürlich. Oh, da hätte aber eine Gas, du. Na, doch nicht. Der nächste los. Oh, mir ist egal, wer fährt. Auch so einer fährt. Und macht ihn leer. Hier machen wir alleine mit dem LKW. Ist am Rand ein bisschen ungünstig, aber der Fahrer kann auch nicht rein. Na gut. Jetzt haben wir 10 und 23. Was ist hier los? Ah, das ist am Rand so hoch. Da ist das Schneid weg einfach, naja. Müsste ich manuell machen. Und der ist voll, wie gedacht. Gut und nicht gut. Plan B. So, das ist hier ein bisschen kompliziert. Naja, kompliziert ist das nicht. Muss irgendwie wenden, ne? Wie im Arsch hinten hoch, wie man so schön sagt, ne? Mit einem Heckteil oben hoch, ne? Um es ein bisschen vorne abzuhören, ne? Und dann nur gleich mal die Ecke, nachdem wir es gerne haben, mit bisschen Bone-Textur oder Apf. Na, das bleibt nicht ganz aus. So. Ganz ja nicht hinkriegen, aber 96%. Den Rest fahren wir halt durch, ne? Also man sieht. Muss ich mit dem Feld ein bisschen runterdrücken, aber der Finger zu lang, zu kurz. Ach, wollte er den da abfahren? Naja, gut. Muss ich aber erst versuchen zu ernten, so halbwegs, und dann können wir weiterarbeiten. Da kann man gleich mal den Bereich ein bisschen planieren. Ja, beim nächsten Mal muss ich dir besser klappen. Ne? Wir können ja nichts verschenken, ne? Diesmal läuft die Aufnahme rund, ohne Störung.
Weil dann der Schneidwerk links zu hoch ist. Das ist halt zu hoch, ne? Naja, würde gehen, normalerweise. Wahrscheinlich ist er vom Feldrand ein bisschen mehr nach links, aber gut. Dann fahren wir noch ein Stückchen fahren und dann kann er gleich weiterfahren. Wir werden gleich über Wohnbearbeitung das Gebiet ein bisschen absenken. Ganz leicht. Im RLD würde ja ein Raupel kommen oder ein Bagger und das entsprechend planieren, ne? Nicht hundertprozentig in Waage, aber halt das Gebiet angleichen. Steigen wir aus. So, gehen wir ganz kurz in Menü rein. Das verkehrte Menü. Okay. Schaufel. Wir haben jetzt Modellieren, alles gut. Wir machen auch jetzt halt unser Fenster an. Wir sehen, was wir machen. Ne? Und zwar, wir müssen ja nur das Gebiet angleichen. Das heißt, wir machen ein bisschen größer. Und dann gleichen wir das von da oben. Wir werden das mal hinterher auf gut Deutsch wir müssen dann wieder Feld erstellen, das ist klar, ne? So. Das müsste jetzt so passen. Das ist da genau das gleiche. Das müssen wir aber erstmal erdreschen, ne? Bei uns ist auch alles weg. Tja, dann fällt der Stellen, ne? Und dann gehen wir hier in die Ecke komplett nach. Wir müssen planieren. Mal die Sache gleich erledigen und den gleich zum Feld Nummer 24 fahren. Den Drescher. So. Entlassen und starten. Jetzt machen wir weg. Dann hängen wir aus. Mal absenken auf die Räder und dann klicken wir aus. Ich habe ja die anderen beiden Motoren ausgemacht, sonst hätte ich mir schon garantiert das Lenkrad, na nicht zerstört, aber die Funktion, ne? Also die, den Motorwiderstand gleich Null. Die einfache Funktion mit dem Lenkrad, mit Busch ausmachen. Ich habe da eine Schaltleiste mit separaten Steckern und da schalte ich den Monitor einfach den Strom weg. Und dann kann die Maus ja vom Bildschirm nicht verschwinden, ne? Man muss sie nur einfallen lassen. Wie gesagt, das fällt mir ein bisschen nacharbeiten. Da wird es ja auch nichts. Wir wollen gleich erledigen, sobald wir Zeit haben. Ne?
So, liebe Schauer, das soll es dann für die heutige Folge gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Wir können wieder fahren. Ja, herzlich. Freue mich immer wieder über neue Abonnenten. Begrüße mal sie alle mal fix. Jetzt zum Schluss. Ja, bin später, weil besser wie nie. Das gar nicht, ne? Mal gleich eine Folge, mal früh. Tschüss.